Leute, herzlich willkommen. Auf den Ganasano Gaming und heute spielen wir wieder den Tycoon Mansion. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein und holen uns hier mal die Kohle. So, wir haben jetzt 17.000, ich weiß gar nicht, ob das reicht für irgendwas. Wir gucken mal. Oh, wir können Pflanzen kaufen. Wow. Und wir können sogar noch eine Pflanze kaufen. Wow. Ich habe ja in der letzten Folge hier schon ein paar Dinge gekauft. Und ich habe auch gesagt, dass ich ja einen eigenen Tycoon auch machen will. Aber aktuell ist natürlich mein Roblox Roleplay Projekt immer noch an erster Stelle. Ja, mein Co-Owner, der ist anscheinend jetzt auch wieder da aus dem Urlaub. Ich wollte den eigentlich mal anschreiben. Also er hat mich angeschrieben, dass er jetzt wieder arbeiten kann. Ja. Genau. So, kaufen uns ja erstmal Wände. Ja, also eventuell kommt jetzt wieder viel in den Game rein. Ja. Schublade kaufen. Gemälde kaufen. Dann können wir noch eine Schublade kaufen und einen Kamin. Oh, ein Kamin ist sehr geil. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr einen eigenen Kamin habt. Aktiviert übrigens die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt haben wir noch Geld für ein Gemälde und dann sind wir ab. Wir haben nur noch 12 Dollar. Aber hier auf unserer Bank, da kommt doch jede Sekunde 141 Dollar rauf. Von daher, das ist nice. Ey, stellt euch mal vor, Leute, stellt euch mal vor, ihr verdient einfach 141 Dollar die Sekunde. Junge, ihr werdet einfach reich. So, einen Stuhl kaufen wir uns natürlich auch und eine Pflanze. Und weil es noch nicht genug ist, auch noch ein Gemälde. So, hier kaufen wir uns auch nochmal ein Gemälde und eine Pflanze. Hallo? Ein Teppich. Und dann sind wir wieder arm. Kaufen wir uns noch einen Teppich, weil einer reicht nicht. Denn wir brauchen natürlich sehr viele Teppiche. Klar. So. Teppich. Couch. Noch eine Couch. Und dann haben wir wieder kein Geld. Perfekt. So, da bin ich wieder. Ich habe auch fleißig hier ein bisschen angespart. Während ich weg war. So, wir haben jetzt 197.000. Wir können uns hier ein Auto-Spawn-Pad kaufen. Und sogar auch ein Auto, nämlich den Audi R8. RS2? Das ist ein R8. Egal. Ja, also ein Auto können wir noch nicht kaufen, aber hier gibt es auch welche für 40.000, für, ja, für ein paar andere Beträge. Mein Dings ist mein Ziel, alle Autos zu kaufen. Aber ja, erstmal nicht. So, könnten das natürlich auch schon. Ah, ne, können wir nicht, weil wir keine 200.000 haben. So, wir haben 200.000. Ich würde es aber sagen, wir gehen erstmal hier rein in unsere Bude. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt auch so ein Haus. Junge, wäre das geil. Aber das brauche ich erstmal nicht. So, genau, hier war ich stehen geblieben. So, kaufen wir uns hier mal ein Bett. Nachttisch und noch ein Nachttisch. So. Eine Lampe. Eine Couch. Ein Tisch. Noch eine Lampe, weil eine reicht nicht. Ein TV. Boah, im Schlafzimmer einen Fernseher zu haben, ist auch geil. Eine Decke. Lichter. Und das war's. So. Perfekt. So. Machen wir mal weiter und kaufen hier uns mal ein Fenster und noch ein Fenster. Und noch ein Fenster. Hier kommt eine Tür rein. Oh, ein Weg. Ein Blumenbeet. Eine Wand. Hier noch eine Wand. Kaufe Lichter. Leute, ich ziehe ja so circa in 6 Jahren erst aus, ne? Und will wahrscheinlich nach Hamburg ziehen. Ja. Und dort. Ja, da will ich ja hinziehen. Und, da eine Wohnung erstmal suchen für 3 Zimmer.
Vielleicht mache ich dazu dann auch Videos. Auch mal gucken. So. 2000 und eine Sonnenliege. Ich kaufe mir jetzt erstmal nur ganzen Dinge hier, die jetzt so für Wohnungen sorgen. Was ist das hier eigentlich? Ah, man kann doch einen Hangar machen. Okay. Gehen wir hier erstmal rein, weil hier irgendwie noch was zum Kaufen ist. Eine Decke, Lichter, Treppen, Basement. Oha. Wand kaufen da unten. Ja moin, was ist denn das hier für ein Raum hier? Boah, ist das teuer. 30.000 für eine Wand. Ja moin, Geld habe ich nicht. Bin ein bisschen arm geworden. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, wenn ich nach Hamburg, also ich will nach Hamburg ziehen, mir da eine Wohnung holen und in einem IT-Bereich wahrscheinlich arbeiten. Weil man da, ja, also schon viel Geld verdienen kann. Nee, also ich mache es nicht nur wegen Geld, also ihr wisst es ja, ich programmiere ja selbst Spiele, also ich mache ja auch Spiele und ja, bin ich halt, also ich mache das selber ja so und von daher kann, ist einfach meist das zu machen. Ja, und wenn man das dann kann, dann sollte man auch sowas tun. Muss man natürlich nicht, aber mir macht es ja Spaß. Ne? Ein Job sollte auf jeden Fall Spaß machen. Das könnt ihr euch gerne merken, Leute. Macht eine Ausbildung. Also eine Ausbildung, definitiv macht eine Ausbildung. Ohne Ausbildung macht ihr, also, ja, seid ihr immer der Doofe, sag ich mal. Ne, also macht eine Ausbildung, damit ihr gut verdienen könnt. Und ja, dann seid ihr gut abgesichert. Also mindestens eine Ausbildung müsst ihr haben. Ansonsten, ja, ist nicht so nice. So, wir haben kein Geld mehr für eine Wand. Ne, also macht auf jeden Fall eine Ausbildung. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann am besten auch eine Ausbildung, wo ihr dann auch arbeiten wollt. Ne, weil sonst hätte ich nicht viel Sinn. Aber ja, ne, macht einfach das. So, wir haben mal wieder 102.000 Dollar. Mann, so. Jetzt habe ich Schluck auf. Was ist denn das hier? Da ist so ein kleiner Bug. Gehen wir mal hier hoch. Aha. So, dann kaufen wir eine Wand. Dann eine Pflanze. Dann ein Gemälde. Dann noch ein Gemälde. Eine Wand. Ein Fenster. Ein Gemälde. Ein Fenster. Ein Gemälde. Ein Gemälde. Ein Teppich. Ein Nachttisch. Warum noch ein Bett? Hallo. Danke. Eine Lampe. Darf natürlich auch nicht fehlen. Warte, ich koche nochmal hier kurz die Pflanze. So. Dann eine Couch. Noch eine Couch. Ein Teppich, noch eine Couch. Ein Tisch, eine Couch. Und noch eine Couch. Und eine Schublade. Und eine Decke. Und Licht. So. Raum ist fertig. Eine Wand. Die kann ich mir aber nicht mehr leisten. Wieder zu wenig Money. Money, Money, Money. Ich brauche Money. Money, Money, Money. So. Perfekt. Kaufen wir mal die Wand. So. Und eine Tür. Pflanze, Gemälde. Eine Wand. Und haben wieder kein Geld. Oh, hier kommt ein Balkon hin. Das ist nice. Darf ich hier irgendwie durch? Oder geht das nicht? Ah, hier. So, muss ich mal kurz gucken, wo hier
Ah, da ist es doch für 10. Für 10? Ich meine, 10.000. Für 10. Ah ja. Gehen wir mal wieder hier hoch. So. Nee, hier ist nix. Aha, hier, Fenster. Und ein Balkon. Ja, die Wand kann ich mir nicht kaufen, dann kaufe ich mir hier das Geländer. Das Geländer kann ich mir auch nicht kaufen. Perfekt. Dann kaufe ich mir das den Esstisch. Esszimmerstühle. Aha. So. Laufen wir mal wieder hier hin. Dann ist hier auch wieder alles drin. Automatischer Kauf. Das hängt ein bisschen. Nächster Button wird angezeigt. $30. Ja moin, das ist ja voll billig. Das kaufe ich mir ja direkt. Direkt wird hier das gekauft. Das kostet ja wirklich nur 30. $70. Okay, Seitenweg. Jetzt kommt's wieder teurer. Geil. Sieht auch geil aus hier. Und diese ganzen Lichter sind auch nice. Nehmen wir hier mal kurz wieder das Geld ab. So. So, laufen wir mal dahin. Durch die Tür am besten. So. Es pisst. Also ich meinte, es regnet. So, Dach kaufen. Zähler kaufen. Was ist ein Zähler? Waschbecken kaufen. Grill. Boah, da. Sowas zu haben ist auch so nice, ne? Eine Couch. Dann noch ein Tisch. Dann noch eine Couch. Und noch ein Teppich. Und noch eine Couch. Ja, ich weiß, dass ich kein Geld habe. Lass mich in Frieden. Ich komme hier nicht rein. Mann. Ah, hier. So. Hier nochmal ein bisschen Money. So. Dann Tisch. Eine Couch. Dann Teppich. Dann eine Couch. Dann noch eine Couch, dann Tisch und ein Teppich. Und dann habe ich kein Geld mehr. Aber ich würde sagen auch, Leute, das war's erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch noch freuen und supporten. Ja, jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Ciao, ciao.